Hey Leute, heute habe ich hier einen Brix DOV 750 Series Motor mit Ready Start. 161 Kubik. Ein sehr schöner Motor, läuft sehr ruhig und lässt sich wirklich super starten. Also wirklich nur ganz leicht gezupft und das Ding läuft. Leider hat er ein paar Probleme und zwar ist die Kopfdichtung undicht. Ich versuche es mal hier darzustellen. Hier unten sieht man schön Öl runtertropfen. Und zwar genau da unten, wo der Kopf quasi übergeht, in den Motorblock tropft Öl raus. Und nicht zu knapp. Das heißt, entweder sind die Kopfschrauben lose oder Kopfdichtung undicht, warum auch immer. Ansonsten läuft der Motor gut. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal den Ventildeckel runter, also die vier Schrauben hier. Und schauen mal, ob wir dann schon ohne die Kipphebel auszubauen, an die Kopfschrauben kommen, die übrigens mit 24 Newtonmeter nachgezogen werden, beziehungsweise angezogen werden. Und dann schauen wir mal, ob es schon dicht ist oder ob wir tatsächlich den ganzen Kopf demontieren müssen. Und dann können wir uns gleich mal den Zylinder angucken, wie der so aussieht. So, weiter geht's. Also, Ventildeckel ist runter. Hier kann man schön die beiden Kipphebel sehen, die sich wirklich sehr leicht demontieren lassen. Man braucht einfach nur hier unten diesen Pin nach oben rausdrücken. Quasi die Lagerung und dann kann man schon die beiden Kipphebel einfach rausnehmen. Vorausgesetzt natürlich, der Motor befindet sich im Kompressions- bzw. Arbeits-OT. Den habe ich jetzt schon mal so hingedreht, dass er im OT ist. Und dann muss man zum Ventilspiel kontrollieren, den Kolben noch in Drehrichtung 6,4 mm weiter drehen, bzw. er muss sich 6,4 mm wieder vom OT nach unten bewegen. Dann wird das Ventilspiel getestet. Hier ist es jetzt also so, dass am Einlass 1 bis 1,5 Zehntel sein sollen und am Auslass, und das finde ich ziemlich heftig, laut Hersteller, wie man hier schon sieht, 0,3 bzw. also 3,5 Zehntel bis 4 Zehntel Auslassventilspiel. Das ist hier jetzt gegeben, das ist also soweit in Ordnung alles. Ich werde jetzt mal gucken, wie die Kopfschrauben aussehen. Also man kann sehen, da unten, da ist eine, die anderen sitzen da oben. An die eine komme ich dran, an die andere jetzt nicht, aber er ist ja auch hier unten undicht. Also reicht es erstmal, wenn ich gucke, ob die unteren beiden fest sind. Wenn die fest sein sollten, muss der Kopf sowieso runter. So, also die Schrauben habe ich mit 24 Newtonmeter nachgeknackt, da hat sich nichts bewegt. Also Kopf runter von der Geschichte. Das heißt jetzt als nächstes erstmal Auspuff ab. Hier oben die Luftfilterverkleidung ab. Dann die ganze Lüfterhaube runter. Und dann Vergaser ab und dann nehmen wir den Kopf runter und gucken uns das an. Als erstes können wir hier erstmal die Kipphebel runternehmen. Das ist ja relativ easy. Einfach nur den Bolzen hier raus. Das geht ja schon fast von alleine. Hier ist der Bolzen. Und dann können wir hier die beiden Kipphebel, einfache Blechkipphebel für die DOV-Technik, einfach rausnehmen. Wirklich, wirklich super easy gemacht. Muss man ja echt sagen. Ein ganz simples Motorprinzip, schön mit Kunststoffnockenwelle unten gegen Geräusche. Man kann da unten mal reinfilmen, da unten müsste man sie sehen. Ich nehme gleich nochmal die Taschenlampe. Hier nochmal die Lampe. Jawohl, da kann man schön sehen, da drin läuft die Nocke. Angetrieben über ein Zahnrad von der Kurbelwelle. So, unter dieser schönen Abdeckkappe hier befanden sich zwei Schrauben, um die Starterabdeckung abzubekommen. Darunter befanden sich nochmal zwei Schrauben und schon hat man hier wirklich alles offen. Also auch das super schnell zu demontieren. Jetzt noch Vergaser ab, aufpassen mit dem Ready Start Schokgestänge hier mit dieser Temperaturdose, Bimetalldose wahrscheinlich oder Wachsdose am Auspuff zum Erkennen der Motortemperatur. Und für den somit super leichten Start, egal ob warm, ob kalt, Auspuff ab, Vergaser ab, Kopf runter. So, alles ab, Auspuff ab, zwei Schrauben, dann hier drüben Vergaser ab, auch kein großes Problem. Jetzt werde ich nochmal gucken, der Motor hat ein ganz bisschen Öl gequalmt, die Ventilschaftdichtungen in Ordnung sind oder nicht und dann geht gleich der Kopf runter. So, Kopf ist unten, kann man ja schön sehen hier. Jetzt kann man da unten auch schön die Nockenwelle sehen. Ja, wunderschön da mit dem Zahnrad.
Geht super runter, ist sogar mit Passstiften gemacht. Also wirklich toll. Da ist bei Passstifte. Hier sieht man natürlich, dass ein bisschen Ölverbrauch da ist, wie ich schon sagte. Der Zylinder an sich sieht ganz gut aus. Ich werde mal die Schaftdichtung tauschen, wenn ich sowieso den Kopf unten habe. Und zwar hat das eine das Ventil eine Schaftdichtung, das außer das Ventil nicht. Kann man jetzt schlecht sehen. Zylinder. Ah, da ist noch ein bisschen Öl drin. Aber ansonsten ein paar ganz leichte Spuren, dass das Ding gelaufen ist. Könnte schöner sein, aber könnte auch wesentlich schlechter sein. Die harte Schicht ist nicht kaputt, ist alles gut. Ich denke, das ist nicht das Problem, sondern eher eine Schaftdichtung. Und das heißt, der Motor kriegt eine neue Kopfdichtung und so weiter. Dann machen wir alles wieder ganz. Eine weitere sehr interessante Sache an diesem Motor ist, in der Kugelgehäuseentlüftung ist hier ein Flatterventil eingebaut. Dieses Flatterventil muss natürlich funktionieren. Wenn das gebrochen ist, kann es natürlich dazu kommen, dass erhöhter Ölverbrauch und so weiter da ist. Also das sollte man auch kontrollieren, ob das eventuell gebrochen ist oder verklebt ist oder wie auch immer. Die eine Schraube geht ein bisschen schlecht los, weil man unter dem Schwungrad schlecht rankommt, zur Not nimmt man Schwungrad halt runter. So, ich habe den Motor doch nochmal komplett zerlegt, weil ich mir das Pleuellager auch nochmal angucken wollte. Außerdem die andere Technik in dem Motor mir mal genauer anschauen wollte. Da der Motor ja nun einer der neuesten, beziehungsweise die neueste Generation von Briggs ist. Also Hubzapfen, sieht gut aus, da ist nichts dran. Zylinderlaufbahn, ich habe mal die Kolbenringe abgenommen, habe sie in den Zylinder gesteckt. Das sieht alles noch ganz gut aus. Wie hier schön zu sehen ist, dreiteiliger Ölabstreifring, für den ja Briggs auch wirbt bei diesem Motor. Kastenkolben, sehr leicht. Natürlich nicht viel Führung, also nicht unbedingt super langlebig gebaut. Ansonsten, Pleuellager ist auch in Ordnung. Man kann die Lagerschale auch nicht verkehrt rum draufsetzen durch diese Nase hier rechts. Also es ist, sage ich mal, sehr idiotensicher gebaut. Hier so eine Markierung auf dem Kolben, die muss nach oben zeigen, wenn man ihn einbaut. In diesem Fall, da der Motor auf dem Kopf liegt, natürlich jetzt nach unten. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich will bei diesem Motor den Kolben ziehen, aber den Kopf nicht runterbauen, weil die Kopfdichtung kostet ja auch schon wieder 20 Euro. Dann geht es tatsächlich, dass man die Kurbelwelle jetzt ausbauen würde, sprich oben Schwungrad nochmal ab. Das habe ich jetzt drauf gelassen, aber man kann das Schwungrad drauf abmachen, die Kurbelwelle rausziehen und schafft es dann sogar hier im Motorgehäuse. Man kann es, glaube ich, einigermaßen sehen. Man hat hier genug Platz drin, um quasi den Kolben auch nach innen rauszuziehen. Ist wahrscheinlich ein bisschen fummelig, ihn damit den Kolbenring da wieder reinzubauen, aber es würde theoretisch gehen. So, hier können wir schön sehen, das Gestänge vom Regler, Fliehkraftregler, also ja, Drehzahlregler, was draußen an den Hebel geht. Hier auf der Kurbelwelle ist eine Markierung, wie bei den meisten Motoren, um die Nockenwelle richtig zu positionieren. Hier ist das Gegenlager der Nockenwelle, als Montagehilfe sehr schön gemacht. Hier kann man auch wieder schön sehen, auf dem Nockenwellenzahnrad ist, wo ist die scheiß Markierung? Ich meine, es ist, jetzt muss ich lügen, ich meine, es ist hier der Strich, ja, ist es auch. Ich kann also die Nockenwelle hier reinsetzen, Markierung fluchten lassen, so, und kann dann das Unterteil des Motors, hier ist der Lagerpin für die Nockenwelle, einfach aufsetzen und kann eigentlich nichts verkehrt machen. So, hier sehen wir schön die, ich sag's mal, den Ölschleuderer oder Ölpumpe. Auch wirklich an die tiefste Stelle in der Ölwanne gebaut, sodass wirklich der letzte Tropfen Öl, der irgendwie noch im Motor ist, noch zur Schmierung verwendet werden kann. Hier ist der Fliehkraftregler, der dann die Motordrehzahl nachregelt unter Belastung. Auch das Lager unten sieht gut aus. Man kann also jetzt den Deckel, den unteren Deckel quasi wieder draufsetzen. Bei der Nockenwelle kann man noch schön sehen hier die automatische Dekompression bzw. Verdichtungsreduzierung durch dieses kleine Fliehkraftblech, was hier drin eingesetzt ist. Das heißt, bei niedriger Drehzahl, sprich Startdrehzahl, ist dieses Teil unten und verändert die Ventilerhebungskurve und somit wird, ich glaube, ein Auslassventil aufgemacht, bin ich ganz sicher, um die Verdichtung zu reduzieren und das Starten zu erleichtern. Und sobald der Motor dann auf Drehzahl kommt, klappt es nach oben weg, sodass der Kipphebel oder sagen wir mal der Schlepphebel darüber dann nicht mehr angesteuert wird und somit die normalen Steuerzeiten aktiv sind.
Hat Honda ja auch eine Fliehkraftverdichtungsreduzierung zum Starten. Briggs hat sie jetzt auch gebaut. Ganz toll. Easy gemacht. Zum Kopf. Nicht verlieren hier, also diese kleinen Stößelkappen auf den Ventilenden nicht verlieren. Das Einlassventil hat hier drunter eine Schaftdichtung, hatte ich schon erwähnt. Die kontrollieren. Ich werde jetzt, neue Kopfdichtung ist bestellt, die neue Gehäusedichtung ist bestellt. Ich werde den Motor jetzt wieder zusammensetzen, Kolben wieder reinmachen und so weiter, dass dann quasi nur noch die Dichtung rein müssen. So, als kleinen Überblick mal zu den neuen DOV-Motoren. Ich würde sagen, auf jeden Fall ihr Geld wert. Bester Motor, den ich bisher gesehen habe von Briggs. Gut, dieser hat jetzt halt diese Nikasil-beschichtete Zylinderlaufbuchse. Wer noch mehr Standfestigkeit und Belastbarkeit haben möchte, der nimmt halt den IC-Motor, den Industrial and Commercial. Der hat halt eine Gusslaufbuchse drin, was die Standzeit natürlich extrem erhöht. Aber ich sag mal, im normalen Betrieb, wenn man jetzt nicht immer versucht, eine Wiese zu mähen, bekommt man diesen Motor eigentlich nicht tot. Und voraussetzt natürlich, dass immer Öl drin ist und auch mal ein Ölwechsel gemacht wird. Aber das ist ja selbstverständlich. Die Ready-Start-Technik werde ich jetzt nochmal genauer analysieren, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, bisher ist der dann auch wirklich auf den zweiten Zug angesprungen. Was sie bei dem Motor schön gemacht haben, im Gegensatz zu den anderen Briggs-Motoren, die Kurbelgehäuseentlüftung ist jetzt wirklich auf der Seite, wo auch der Vergaser ist. Das heißt, ich lege den Motor auf die Seite zum Ölmessstab und es läuft mir kein Öl mehr in den Vergaser, wenn ich dann am Messer drehe. Was bei den alten oder bei fast allen anderen Briggs-Motoren, wie den Classic 35 und so, oder bei den Quantum-Motoren immer passiert ist. Und erst die OHV-Motoren bzw. DOV-Motoren haben jetzt die Kurbelgehäuseentlüftung endlich auf der anderen Seite, sodass man den Rasenmäher auf die richtige Seite dann legen kann, ohne dass Benzin rausläuft. Und vor allem, man kann am Messer drehen, kann mit dem Spachtel unten alles schön sauber machen, ohne dass danach eine riesenweiße Rauchwolke entsteht und der Luftfiltervergaser alles voller Öl ist. Also auch das Problem gibt es bei diesem Motor nicht mehr. Und somit kann man sich jetzt überlegen, ob man gerne den Honda-Motor kauft mit dem im Öl laufenden Zahnriemen, der gerne mal oder der auch ab und zu mal abspringen kann, ist schon vorgekommen. Deswegen ist meine erste Wahl nicht mehr der Honda-Motor, sondern der DOV-Motor von Briggs. So, jetzt habe ich das Pleuel wieder eingebaut mit den zwei 8mm Schrauben. Übrigens auch sehr nett hier an dem Motor, es scheinen alles metrische Größen zu sein. Die Pleuelschrauben hier, die werden mit 11 Newtonmetern angezogen, ohne Loctite. Und die saßen auch gut fest, also da gibt es keine Probleme. Das nochmal als kurze Zwischeninfo. Kolben ist jetzt drin, mit der Markierung dementsprechend nach oben. So, jetzt habe ich den Motor doch so doll gelobt, um jetzt festzustellen, was ich nicht schön finde, nämlich dass der Kolben im unteren Totpunkt sogar aus dem Zylinder unten raussteht und keine seitliche Führung mehr hat. Der Kolben ist ja ohnehin schon sehr kurz und jetzt geht er sogar im unteren Totpunkt sogar aus dem Zylinder unten ein Stück raus. Das finde ich eigentlich sehr verwerflich. Warum macht man sowas? Das tut bestimmt nicht zur Haltbarkeit beitragen, da es da unten dann doch schon ganz schön kippelt am Kolben. Und es kann natürlich sein, dass der kleinere Motor, das ist der 161 Kubik, der 750er, es kann sein, dass der kleinere Motor, die 700er Serie, hat glaube ich weniger Hub, also scheinbar eine andere Kurbelwelle und von daher wird das wahrscheinlich nicht so extrem ausfallen, aber naja gut, insgesamt schön ist es nicht, aber man kann ja auch nicht nur positive Sachen finden, irgendwas muss ja auch nicht so toll sein. Aber machen wir uns nichts vor, es ist ein Rasenmäher, es wird also wahrscheinlich ewig halten. So, der Motorblock ist wieder zusammen. Alle Schrauben unten drin. Wieder gut festgeschraubt. Kopf ist drauf. Wie man hier schön sehen kann, mit neuer Kopfdichtung. Neue Ventildeckeldichtung. So, Ölmessstab wieder drin. Einfach noch reingesteckt. Hier oben in diese Aussparung. So, und jetzt werden wir uns dem Vergaser widmen. Den habe ich hier schon mal liegen. Hier sieht man dieses wilde Gestänge. Einmal hier die Gasklappe. Und dann hier die Schobgestänge von der Temperaturerfassung am Auspuff. Ich werde jetzt meinen Vergaser aufschrauben und werde nachschauen, ob Dreck drin ist. So, Vergaser ist offen. Und war auch ganz gut so. Weil, wenn man jetzt mal schaut, so richtig schön sauber ist was anderes. Also da war schon gut Dreck drin, schwimmt ja auch schön. Wahrscheinlich aus dem Tank, Staub, irgendwas.
Und hier kann man sehen, ist die Hauptdüse seitlich verbaut. Die scheint aber frei zu sein. Na gut, kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Leider hat sich die Dichtung da ein bisschen rausgedrückt. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es undicht war. Also ich glaube nicht. Also getropft hat nichts. Aber naja gut, das Gummi nach ein paar Jahren mit Benzin ist ja zu erwarten, dass das nicht so ganz lange hält. Dann mache ich das mal sauber und baue das wieder zusammen und dann kommt der Vergaser dran. So, Tank ist wieder dran. Hier unten mit der Schraube fest in dieser Distanzhülse. Dann hier oben, dann zwei Schrauben. Eins, zwei. So, Vergaser ist wieder dran. So, zum Vergaser ist zu sagen, das hier ist logischerweise der Geschwindigkeit, also der Regler, der nun das Gas nachregelt und an die Gasklappe geht. Jetzt ist es so, wenn dieses Gestänge hier von der Temperaturdose nicht betätigt wird, ist die Schokklappe geschlossen, wie man hier schön sehen kann. Wenn jetzt dieser Temperaturfühler sich bewegt, geht die Schokklappe auf. In dem Moment, wo die Schokklappe aufgeht, kann der Regler das Gas regeln. Übrigens, mit dem Blech hier stellt man die Maximaldrehzahl ein. Durch Verbiegen von dem Blech hier, und zwar indem man die Feder strammer stellt, gibt der Motor mehr Gas. Beziehungsweise kann man dann die Drehzahl von 2,5 auf 3,5 oder weiß ich, dann stufenlos hochstellen, wenn man ein Drehzahlmesser hat. Oder wenn man das Gefühl hat, der Motor läuft zu niedrig. So, was passiert, wenn jetzt der Motor noch kalt ist? Man würde ja die ganze Zeit mit Schok laufen, bis der Auspuff hier irgendwann mal das Gestänge freigibt, beziehungsweise die Temperaturdose bis ans Ende gefahren ist und dann erst der Regler Gas geben kann. Weil jetzt in dem Moment, wenn der Motor kalt ist, ist das Gas gesperrt. Was passiert? Der Motor springt an, saugt Unterdruck und zieht die Schokklappe auf durch den Unterdruck. In dem Moment gibt sie das Gas frei. So, und da nämlich dieses Gestänge hier von der Temperaturdose unabhängig ist von der Schokklappe, kann also die Schokklappe hier aufgedrückt werden, obwohl die Temperaturklappe sich noch kein Stück bewegt hat. Das bedeutet, dass der Motor quasi die Schokklappe selber aufreißt und dann quasi ohne Schok läuft oder mit geringem Schok. Der Regler dann schon Gas geben kann, logischerweise, und allmählich dann, wenn die Auspufftemperatur steigt, die Schokklappe durch diese Temperaturdose konstant offen gehalten wird. Das bedeutet auch, wenn jetzt der Motor ausgestellt wird und der warm ist, bleibt die Schokklappe offen. Erst wenn jetzt wieder diese Temperaturdose abgekühlt ist, dann erst geht der Schok wieder zu. Wenn er ihn jetzt startet, reißt natürlich dann wieder sofort der Unterdruck vom Motor die Schokklappe auf. Die angesaugte Luft gibt hier hinten über diesen Hebel das Gasgestänge frei, was jetzt gesperrt ist. Und der Motor läuft wieder. Ich mache das mal mit der Hand. So, und jetzt könnte man Gas geben. Beziehungsweise der Motor nachregeln. Jetzt wäre gesperrt. Und so funktioniert das Ready-Start-System. Ähnlich wie bei Honda, es funktioniert über eine sogenannte Temperaturdose, die baue ich jetzt gleich an, im Auspuff. Aber prinzipiell ist der Schok immer geschlossen, es sei denn, der Auspuff der Motor ist als warm detektiert. Früher gab es ja diese Auto-Choke-Geschichte von Briggs, da war ja der Schok auch immer zu, ohne Temperaturregelung. Hat nicht ganz so gut funktioniert, das hier ist definitiv das bessere System. So, nächster Schritt, jetzt hier den Anschluss für den Luftfilter wieder angebaut. Da natürlich aufpassen, dass ihr hier hinten die Kurbelgehäuseentlüftung wieder anschließt. Ne, den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung hier wieder auf diesen Kunststoffflansch anschließt. Ansonsten mit zwei Schrauben am Vergaser fest. Und hier hinten die Stehbolzen wieder rein für das Lüftergehäuse. Die ließen sich übrigens so schlecht entfernen, weil die von Briggs mit Loctite eingeklebt sind, dass man die wirklich nur Stück für Stück durch Hin- und Herdrehen zum Lösen bekommen hat. Also wer diese Bolzen hier löst und versucht, die auf einmal loszudrehen, wird sie entweder abbrechen oder das Gewinde mit rausholen. Also ich habe wirklich schweißtreibend hier 10 Minuten lang bald an jedem Bolzen hin und her oder warm gemacht,
kann man, na gut, warm machen kann man es nicht doll wegen dem Kunststofftank da drunter. Also man muss wirklich immer Viertelumdrehung vor, Viertelumdrehung zurück, bis sich dieses Loctite da drin durch die Reibung so weit erwärmt und es sich komplett löst, dass man diese Dinger rausschrauben kann. Das war wirklich eine Geduldsaufgabe, da kommt man mit Gewalt nicht weit, außer dass man es kaputt reißt. Das nochmal so als Info. Ist leider jetzt zu spät für die, die schon mal auseinandergebaut haben. Aber ja, denk mal, wer ein bisschen Schraubererfahrung hat, der weiß, dass man solche Schrauben nicht auf einmal losschrauben darf. Wenn ihr das Lüftergehäuse aufsetzt, also die quasi die Haube hier, achtet darauf, dass das Zündkabel in der dafür vorgesehenen Aussparung liegt und sich nicht mit dem Gestänge hier verhakt von der Temperaturerfassungsgeschichte. Also das Zündkabel muss unter dem Gestänge durchliegen, damit es das nicht berührt oder sich irgendwie verhakt. Hier ist noch ein nettes Detail am Seilzugstarter. Wenn die Klauen rausfahren, werden die außen abgestützt, sodass die Belastung auf den Klauen nicht in der Mitte getragen wird, sondern mittig und außen. Das führt natürlich zu erhöhter Stabilität und somit sollten diese Seilzugstarter auch eine Menge abkönnen, obwohl sie ja sowieso nicht viel tun müssen bei der Verdichtungsreduzierung. Also das ist sehr, sehr robust ausgelegt. So, alles wieder zusammengebaut, Motoröl rein, Benzin rein, erster Startversuch nach kompletter Motorrevision. Ich würde sagen, da hat Brix mit der Ready-Start-Technik nicht zu viel versprochen. Das muss man sich mal überlegen. Ohne jegliches Primen, Schurken oder irgendwas, nach kompletter Motorzerlegung einmal gezogen. Und hier ist wirklich nicht getrickst worden.